Guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zu mir, Satoru Yoshida, Donovan. Und wir spielen hier die Mod Enderworld für das Spiel Skyrim, eine Total Conversion. Einige müssen es ja davon gehört haben, denke ich mal. Ich habe es mal nur so ganz kurz gestartet, mal geguckt, wie es ist, wie es aussieht, aber habe es jetzt nicht so ganz weit gespielt. Mit gezogener Waffe bewegt ihr euch langsamer. Als ob ich das nicht von anderen Bethesda Games kenne. Boah. Da beginnt das Spiel schon. Mit voller Grafikpracht. Wow. Einfach nur die Grafik bestaunt kurz. Schön. Ach, hier die untergehende Sonne. Pferde. Oh, schade. Schlagen kann ich leider nicht. Hätte den zu gerne geschlagen. Ein verbranntes Haus. Denke ich mal. Die Nahrung. Die Nahrhaftigkeit des Fleisches. Ja. Fleisch ist Leben. Das wussten selbst die Aschvölker, die diese Welt vor uns besiedelten. Jedes Mal, wenn sie einen Feind in der Schlacht besiegten, rissen sie im Leber und Herz aus dem Leib und verspeisten sie zusammen mit ihrer Familie. Denn jeder weiß, dass die Kraft des Besiegten auf einen übergeht. Okay. Denn jeder weiß, dass die Kraft des Besiegten auf einen übergeht. Meinen Sie damit Experience Points oder was? Aber da wir in der Zeit leben, in der der Verzehr von Mitmenschen unsinnigerweise als Barbarei angesehen wird, müssen wir, die Freunde des blutigen Fleisches, uns mit tierischen begnügen. Sehe ich genauso. Das wird sicherlich noch mehr zu bedeuten haben in dem Spiel. Okay, meinen Charakter kann ich auch nicht ansehen. Ich denke, der hat jetzt noch mal gar keinen Skin. Wir haben den ja nicht mal bearbeitet. Wir haben nicht mal eine Rasse. Hui. Eine Statue. Und das hier sieht aus wie ein Grab. Da gehe ich später nochmal hin. Erstmal rede ich mit Fatih. Fatih! Oh, hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Und, mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Also, da es nur von einer Mod ist, und ich denke mal, dass da jetzt nicht die hochprofessionellen Synchronsprecher sind, denke ich mal, dass es schon gute Synchronsprecher da waren. Die da gesprochen. Ja, toll. Wo sind wir hier, Fatih? Wo wir hier sind? Zu Hause natürlich, mein Dummerchen. Was ist das denn für eine Frage? Nur Schwesterchen, Mutter, du und ich. Und jetzt sag, wie war die Suche? Hast du es gefunden? Was habe ich gefunden? Was soll ich denn suchen? Nein, habe ich nicht. Habe ich eben nicht. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Alles klar. Nach was sollten wir denn eigentlich suchen? Ist es noch plotrelevant? Tür öffnen. Oh, ein schönes Bild. Tomaten. Ich esse keine Tomaten, aber dafür Ketchup. Alles klar. Alles klar. Oho, der Hirsch. Töte mich nicht.
Oh mein Gott, er kann pfeifen ohne... Oh weh, ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück, der Gute. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Er kann pfeifen, ohne seinen Mund zu bewegen. Oder überhaupt zu formen, oder so ähnlich. Aber was ist mit Mutter und Schwesterchen? Was? Ach siehst du, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Was? Ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch. Dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen, großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Okay, was ist mit diesem Typen los? Der ist jetzt einfach so geschildert, ja, du hast deine Mutter und deine Schwester getötet. Ja, ich bin dein Vati. Du hast meine Frau und meine Tochter getötet. Ja, ist mir scheißegal. Dafür haben wir mehr Fleisch für uns. Wir sind Männer. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit... Wieso habe ich hier mehrere Dialogfelder, die einfach nur das gleiche aussagen? Das ergibt gar keinen Sinn. Ist das ein Bug? Ach mein Dummerchen, was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau. Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran. Verstehst du? Gar nichts. Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Schon wieder dieselben Dialogfelder. Was hat das für einen Sinn? Aber, Alter, der Vater redet einfach so, als ob der einfach so stolz darauf wäre, dass sein Sohn... Im Namen des Schöpfers. Die getötet hat. Was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Was? Du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammerer auf die Nerven gehen. Der hat gerade uns gesagt. Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Anstatt dich großzuziehen, durchzufüttern und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ja, ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten sollen. Genauso wie du uns getötet hast. Und jetzt glaubst du, du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Nein. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Weil die Toten nicht vergessen. Hörst du? Die Toten vergessen nicht. Und jetzt genug des Geredes. Ich will endlich essen. Bring mir das Fleisch, du verzogenes Balk. Bring es mir. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch. Also ich weiß zwar nichts von der Entwicklung der Mod, aber sie ist geil. Und da waren sicherlich Profis dran. Und das Spiel beginnt auf jeden Fall mit einem Mindfuck. Beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch darüber nachzudenken. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten, die durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten,
desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war Dinara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzige erleuchtete Religion ist ein Er scharte eine Armee um sich, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Okay, ich nehme zurück, was ich anfangs gesagt habe. Ich denke, da sind Profisprecher drinnen. Hey, Ruhe, verdammt. Willst du das ganze Schild decken oder was? Ach, bitte entschuldige. Das Hui. War eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles. Es war wieder der Traum, richtig? Ja. Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Und nicht so. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Ach, nicht schon wieder das. Ich muss mal kurz sagen, das erinnert mich irgendwie ziemlich an Morwen. Ich hatte nur als kleiner Hosenschiss. Schisser gespielt. Ja, mein Deutsch verlässt mich gerade. Tschüss, was geht? Ich wusste schon, dass du. Scheiß drauf. Das erinnert mich eben an Morwind. So, man erwacht aus einem Traum auf, in einem Schiff. Ich denke mal, dass wir in einem Schiff sind. Sieht auf jeden Fall so aus. Wie kommst du drauf? Yep, das freue ich mich auch. Irgendeinen Grund muss es doch haben, dass du immer wieder diesen gleichen Mist träumst, oder? Ich meine, ich bin kein Gelehrter oder sowas, aber vielleicht wollen dir diese Träume ja irgendwas sagen, ich weiß nicht. Dass er sich selbst für den Tod seiner Eltern verantwortlich macht. Warum sollte ich? Diese Bastarde vom Schöpfertempel haben das so... Tut mir leid, Leute. Warum sollte ich diese Bastarde vom Schöpfertempel haben das zu verantwortlichen? Nicht ich! Resolut wie immer. Wahrscheinlich hast du recht. Aber wer weiß. Vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen, dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich. Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Hört sich doch gut an. Wer sein Schiff so schlecht bewacht, ist selber schuld. Außerdem hätten wir uns die Passage niemals leisten können. Passage. Nicht nur dir. Aber vielleicht können wir das Geld ja zurückzahlen, sobald wir das drüben eine Anstellung gefunden haben. Von 500 Groschen. Selbst wenn wir da drüben Arbeit finden, werden wir das Geld vor allem erstmal für uns brauchen. Mach dir keine Illusion. Was wir hier tun, ist Diebstahl, nichts anderes. Leider. Aber gut, ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Enderal leichter haben als die in Nerim. Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. Prime.
schießen und Charakter benennen. Ja. Satoru. Annehmen. Araseal, richtig, wie konnte ich das vergessen? Sie war eine der wenigen Dünenländerinnen, die jemals Fuß auf ein Schiff gesetzt hatten. Ja. Ja. Naja, ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Du bist nämlich dran mit Wache... Moment, hörst du das? Flix, noch eins, da ist wer. Oh oh. Niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht, wir sind da. Wo habe ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Die Lampe, schnell, mach die Lampe aus! Ja. Kumpel, das ist nicht nötig. Die sind total blind. Und die kommen auch erst nur rein, wenn ich die Lampe ausgeschätzt habe. Die Laterne. Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Martiern. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Da ist der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft noch unbedingt haben will. Du schaust oben, nicht unten, alles klar? Alles klar. Scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen. Los! Ey, wir müssen jetzt nicht unbedingt... Moment mal. Da ist wer. Einen Haken! Gib ihm einen verdammten Haken! Los, weich ihn aus! Hurensohn, Elender! Das wirst du bereuen! Oh, der hat mich Hurensohn genannt. Darf der nicht, nur Kanaken dürfen das. Nein, Bruder, verpiss dich! Buh! Alter, ist das jetzt geil. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war gar nicht geplant, überhaupt nicht. Was machen wir denn jetzt bloß mit den beiden? Töten wir sie, das ist sicherer. Vielleicht sollten wir uns einfach stellen, fesseln und nehmen wir sie, sobald wir anlegen, schleichen wir uns heraus. Nachdem wir zwei ihrer Matrosen verdroschen haben? Großartige Idee, wirklich. Vor allem nach all dem, was man sich von dieser Frau erzählt. Wie nennen sie sie doch gleich, die Blutsirene? Nein, das geht nicht. Scheiße, verdammt. Fesseln. Wir müssen sie fesseln und knebeln, das ist es. Hätte ich auch sagen können, habe ich aber gesagt, nicht. Dass es nicht mehr lang bis zur Ankunft ist. Mit etwas Glück bemerkt bis dahin niemand, dass sie fehlen. Komm, hilf mir suchen. Irgendwo muss ja hier ein Seil oder sowas rumliegen. Ich dachte... Nee, das ist klar. Nein. Wir hätten das Gröbste überstanden, nachdem wir es an Bord geschafft hatten. Tja, so kann man sich Seil. Arme verirrte Seelen. Was zum... Seid ihr? Mein plötzliches Erscheinen verwirrt euch. Aber meine Identität ist nicht von Bedeutung. Und jetzt wird dunkler. Über Sirius seid es diesmal leider auch nicht. Was? Scheiße, erzählt niemandem von uns, bitte. Wir wollten doch niemandem etwas Böses. Diese Kerle sind einfach... Ihr bittet mich, euch nicht zu verraten, weil ihr nichts Böses im Sinn hattet. Und ich glaube euch. Aber leider werden meine Taten nicht vom Mitgefühl bestimmt. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So wie sie es schon immer tun. Seit Eon. Es tut mir leid, Sirius. Nein. Was? Oh nein. Nein! Was tut ihr da? Was zum Fick passiert hier? Nein! Fuck, Alter. Fuck. Wirklich fuck. Was ist denn jetzt passiert? Es war wohl die Blutsirene, oder vielleicht auch jemand anderes, wer weiß. Von unseren Vorräten gelebt, bis Rick und Sebald euch zufällig entdeckt haben. Daraufhin habt ihr die beiden verprügelt. Und als ihr sie fesseln wolltet, ist plötzlich eine verschleierte Frau aufgetaucht.
und hat euch mit Wildmagie überrumpelt. Richtig? Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber so war's. Bitte, Madame. Wir hatten einfach keine Wahl. Das müsst ihr uns glauben. Der Krieg, es... Wir wollten doch einfach nur etwas Frieden. Und eine zweite Chance, mehr nicht. Frieden. Ja, ich verstehe. Ihr wolltet ein neues Leben in einem neuen Land. Und da mein Schiff das einzige ist, das seit den Kriegen überhaupt noch so weit fährt, wart ihr förmlich gezwungen, ohne Bezahlung zu fahren. Ja, wir könnten für euch arbeiten, Madame. Das Deck schrubben, Kartoffeln schälen, irgendetwas, wie wir unsere Schuld abbezahlen können. Und wenn wir erstmal... Wirklich, wirklich herzerweichend. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ihr hattet sehr wohl eine Wahl. Ihr hättet bei mir anheuern können, wie die anderen auch. Aber das habt ihr nicht getan. Stattdessen habt ihr euch in meinem Schiff eingenistet wie die Fleischmaden und auf den Schultern meiner Mannschaft ausgeruht. Und jetzt erzählt ihr mir irgendeine Scheiße von verschleierten Frauen und Wildmagie? Sagt mal, für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Kann mich nicht bewegen. Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ehrlose Halsabschneider, Straßendiebe, nichts weiter. Habt wenigstens den Schneid und steht dazu. Was? Nein, ihr täuscht euch. Bitte, lasst mich erklären. Und ihr werdet... Eure Erklärung interessiert mich Nein. so viel wie ein Stück Dreck unter meiner Stiefelsohle. Richte ihn auf, Ruga. Aber Herrin, sie tu es. Jawohl. Tut mir leid, Junge. Ihr hättet in Nerin bleiben sollen. Fuck, Alter. Was? Aber das könnt ihr doch nicht tun. Oder? Das kann ich. Nein, bitte nicht. Shit. Na, sieh mal einer an. Da ist jemand aufgewacht. What the bitch move. Fesselt ihn. Und dann schickt sie zu den Fischen. Und zwar schnell, bevor mir schlecht wird. Viel Spaß in eurem neuen Leben. Autsch. Was für eine Schlampe. Auto saving. Was zum Fick ist denn jetzt passiert?